Der THSV Eisenach hat ein neues Ehrenmitglied. Es ist Bennett Wiegert, der Trainer des SC Magdeburg. Der wurde am Wochenende vor dem direkten Duell in Eisenach nämlich geehrt. Hier sehen wir die Bilder. Eisenachs Geschäftsführer René Witte sagte, ob in der dritten oder in der zweiten Liga, der SC Magdeburg, Zitat, unser großer Bruder, hat uns durch Bennett Wiegert und auch Manager Marc-Hendrik Schmid stets geholfen. Dafür sind wir außerordentlich dankbar und wollen dem weltbesten Trainer mit dieser Ehrenmitgliedschaft danken. Wiegert selbst freute sich nun stolzes Ehrenmitglied des Vereins zu sein, wie er sagte. Wir bleiben in Eisenach. Der THSV baut nämlich weiter am Kader für die kommende Saison und der beinhaltet dann einen ganz jungen Rechtsaußen, der vom HSC Suarau in der Schweiz kommt. 21 Jahre ist er jung, Gian Attenhofer. Das hat der Schweizer Verein verkündet. Hier sehen wir die offizielle Pressemitteilung. Der nächste Spieler, der von Suarau nach Eisenach geht, Manuel Zehnder, der Top-Torschütze, ist da ja vor allem zu nennen. Timothy Reichmuth war aber auch schon bei dem Schweizer Club. Und natürlich auch der Coach Mischa Kaufmann, der war sehr lange Trainer beim HSC Suarau. Bitterer Ausfall für den THW Kiel. Der Rekordmeister muss in den kommenden Wochen auf Magnus Landin verzichten. Der Linksaußen hat sich nämlich im Training verletzt. Er zog sich einen Bruch der Wurfhand zu, fällt dementsprechend nun aus, ist am Osterwochenende auch schon operiert worden. Bei optimalem Heilungsverlauf, so heißt es von Vereinsseite, soll er nach gut 6 Wochen ins Mannschaftstraining zurückkehren. Dass Emil Mellegard im Sommer die HSG Wetzlar verlassen wird, das ist ja schon seit Ende letzten Jahres bekannt. Da klärte die HSG Wetzlar auf, dass der Vertrag mit dem Schweden nicht verlängert werden wird. Nach 4 Jahren insgesamt ist Schluss für Mellegard in Mittelhessen. Nun ist auch klar, wohin es ihn zieht. Er geht nach Dänemark in die zweite Liga zu einem sehr ambitionierten Zweitligisten, zu Høy Elitehåndbold. Die möchten gerne aufsteigen und haben nun eine sehr prominente Flügelzange zur Verfügung. Linksaußen Emil Mellegard hat einen 2-Jahres-Vertrag dort unterzeichnet und auf Rechtsaußen keinen geringeren als Hans Lindberg, der kommt ja auch von den Füchsen Berlin. Zum Abschluss noch der Blick in die zweite Liga. Vor einer Woche haben wir an gleicher Stelle ja über den neuen Paradenbestwert in dieser Saison gesprochen. Nun schauen wir auf den neuen Torrekord für diese aktuelle Spielzeit. Den hat Hakon Dadi Styrmisson aufgestellt, der Linksaußen vom VfL Eintracht Hagen. Der hat an diesem Wochenende 17 Tore erzielt im Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau. 17, also neuer Saisonbestwert, was die erzielten Tore in einem Spiel anbelangt. Er ist sowieso verdammt gut drauf. Der Isländer gerade hat in den letzten 3 Spielen zusammengerechnet 38 Tore erzielt. Das sind im Schnitt also 12,67 pro Partie. Ein Wahnsinnswert. Kam ja Anfang der Saison vom VfL Gummersbach zum Zweitligisten.